Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Graveyard Keeper. Einmal kurz durchgucken. So, warte mal. Das ruinierte Buch. Hatte aber schon mal auch ruinierte Bücher. Aber wo habe ich die denn jetzt? Habe ich denn die ruiniert? Ich hatte schon... Nein, oder doch nicht. Sind das die? Egal, komm. Einer mit, die können raus. Das Jägermeisterschild. Auf jeden Fall werden wir im Auge behalten. Den Jägermeistertag. Ich nenne ihn jetzt so, der Jägermeistertag. Das nenne ich Sonntag, das nenne ich Montag. Und ja, was haben wir vor? Es ist mitten in der Nacht. Ich habe auf jeden Fall mir einen, ich habe mir einen Plan gemacht. Und es ist zufällig gerade dunkel. Wartet mal. Es ist dunkel. Nachts Blumen pflücken. Benötigt Insekten sammeln. Es ist doch jetzt Nacht, ne? Versuchen wir das. Ja, Motten. Ihr Lieben, da sind sie. Okay, da war keine. Naja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Schade, da war auch keine. Es war eine rote Pflanze eben. Okay, eine weiße. Okay, das scheint random zu sein. Alles klar. Ja, dann gib mir Blümchen pflücken. Wie viele brauche ich? Sechs. Sechs Motten. Habe ich hier noch Blumen gehabt? Hier hinten? Ich glaube nicht. Boah, super. Wo finde ich denn jetzt so viele Blumen? Wo die Nacht rum ist, meine ich. Hier noch Blümchen? Ja. Nice. Alles klar. Dann her mit den ganzen Blumen. Gib mir all die Motten. Am besten, dass ich sechs Stück bekomme. Das ist aber widerspenstig. Hm. Ach komm schon, gib mir noch welche. Jetzt mögen die Motten nicht mehr, aber es ist noch Nacht. Da war noch eine. Haben wir jetzt? Ih, da liegt alles voller Maden. Okay, die können vielleicht erstmal da liegen bleiben und ich hoffe, sie krabbeln mir nicht davon. Sollten sie aber rein theoretisch nicht tun. Mir noch mal ein paar Blümchen, bitte. Die Nacht ist doch jetzt schon fast um. Nicht vor dem Busch laufen. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht. Ne? Nee, es wird schon wieder hell. Ach, verflixt. Ach, hier liegt ja auch Sand. Auf meiner... Auch noch eine Angel. Ach, das ist die Angelstelle, wo es da drüben zum Sumpf geht. Ja. Okay, ja, schade. Was? Ach nee, ausgraben wollte ich nicht. Ich dachte eben, es wäre eine Lupe gewesen, dass wir da irgendwas hätten gucken können. Ach, schade. Hier sind jetzt keine Blümchen mehr. Wird schon wieder heller, ne? Naja, aber immerhin, okay, drei Stück. Naja, ist doch schön. Dann haben wir das doch schon mal so ein bisschen am Start. So, warte mal, Motten, okay. Die Händlerquest im Auge behalten, die kommt als nächstes. Dann werde ich sicherheitshalber, ja komm her, dann hole ich mal gerade die Maden hier unten ab. Den Kram, der hier liegt. So, dann haben wir das nämlich, renn doch nicht immer überall vor. Dann haben wir das nämlich schon mal eingesammelt. So, können raus. Motten werde ich auch erstmal hier reinpacken. Wo habe ich die Blumen verteilt? Da ist eine Blume, aber ich hatte doch eigentlich noch mehr Blumen, ne? Okay, der Torf kann auf jeden Fall weg. Die Blumen bringe ich gleich noch weg. Und dann werde ich das mitnehmen, den Kohl mitnehmen. Das werde ich nehmen. Wollte der auch Beeren? Wollte der Typ auch Beeren? Rüben, Kohl und Karotten, glaube ich, waren es. Ne? Da müssen wir gerade noch mal gucken, bitte. Karotten, Kohlköpfe und Rüben. Kohlköpfe, ja, sollte das doch sein, ne? Auch wenn da nur Kohl steht. Nutzen. Nee, dann... Nein, mein Freund. Okay, also ich habe den Kram dabei. Schluck auf Gras habe ich auch dabei. Muss ich den Typ dann nur finden? So, warte mal. Nochmal gerade gucken. Okay. Gehen wir mal in Richtung...
von Le Kirche. Und ich habe in der Zwischenzeit, in der Pause, gucke ich mir immer noch mal so ein bisschen auch die Technologien an. Und ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Folge oder in der Folge davor, weiß ich nicht mehr, mich gefragt, irgendwann hatte ich mich gefragt, wo kriegen wir die Gebete her? Ja, hier hätten wir nämlich jetzt eins. Gebet nach Reichtum, ihr Lieben. Und das meine ich, seht ihr das, was ich erzählt habe von dem Tisch hier, Tisch da und ich weiß nicht, welcher Tisch. Da steht jetzt gefertigt an Tisch oder Tisch 2, ja. Welcher Tisch, ne? Das ist die Frage. Das finde ich ein bisschen doof gemacht hier. Kirchentisch, Alchemietisch, was für ein Tisch? Wir werden das lernen, auch wenn mir dann rote Punkte, blaue Punkte verloren gehen, aber für den Steinschneider brauche ich ja sowieso noch wesentlich. Kirchenbank. Und hier könnten wir Kerzen machen, Kerzenständer. Okay, ich... Reichenverbrennung hatten wir ja. Ja. Okay, an Tisch. Ja gut. Dann will ich mal gucken. Ich würde jetzt den Tisch hier nehmen. Ja. Das ist der Kirchenarbeitstisch. Und ich habe hier kein Gebet. Das verstehe ich nicht. Also doch der Alchemietisch oder welcher verdammte Tisch? Nee, auch nicht. Auch nicht. Ja, hier brauche ich den... Ach, hier den Arbeitstisch für die Alchemie. Ja, ist das dieser Tisch? Ach, das ist aber auch wirklich... Das ist nicht ganz so schön gemacht. Dann sollten sie halt hinschreiben. Arbeitstisch Alchemie oder Arbeitstisch Kirche. Und nicht nur Tisch. Such mich doch hier zu Tode. Ja, welchen Arbeitstisch? Warte mal. Welchen Arbeitstisch? Ich einen Arbeitstisch. Okay, ja gut. Den habe ich. Warum kann ich hier jetzt nicht... Oh, Knauf, ey. Guck, auf jeden Fall sicherheitshalber hier oben nochmal. Aber, weil das ist auch ein Arbeitstisch. Ne? Versteht ihr, was mein Problem hier mit den Tischen ist? Ja, an dem kann ich nur untersuchen. Weiß ich wohl. Aber mir fällt... Also jetzt fällt mir nichts anderes ein als der Alchemietisch. Sonst welcher Tisch... Sollte das sonst noch sein, den Kirchenarbeitstisch? Haben wir, der ist es nicht. So, wir brauchen... Ich brauche jetzt einen Stift, verdammte Axt. Und ein Blatt Papier. Warte mal, es tut mir leid, aber ich muss es mir jetzt aufschreiben. Denn wenn wir jetzt die Kirche verlassen, dann habe ich es doch gleich wieder vergessen. Wir brauchen 6x Holzplanke. 6x Holzplanke. 4x die einfachen Eisenstücke. 4x einfache Eisen. Oh, ist das ein langes Wort. Eisenstücke. Und dann brauchen wir nämlich. Aha, seht ihr mal. Da wollte ich doch meine kegelförmigen Gefäße haben. Dreimal, ne? Dreimal kegelförmige Gefäße. Und das Ganze brauchen wir für den Arbeitstisch. Arbeitstisch. Alchemie. So, okay. Ich habe es notiert, weil ich kenne mich. Nachher, wenn wir diese Sachen hier hergestellt haben, dann weiß ich nicht mehr, für welchen Tisch das war. Also immer noch keine Gebete am Start. Na gut. Dann zurück und gucken, ob wir irgendwas reißen können. Aber es ist schon wieder Nacht. Übrigens. Sehe ich gerade, ne? Ja, dann gehe ich nochmal Blumen absuchen gerade für die Motten. Wachsen die Sachen hier auch nach? Nein, das ist keine Blume. Also ich bräuchte jetzt wirklich nochmal hier. Guck mal, hier ist eine Blume. Ja, aber leider keine Motte. Also ich hätte schon ganz gern, dass die Sachen hier nachwachsen. Wäre... Ah, da haben wir eine Motte. 2 Motten? Nice. Oh, hier sind noch mehr Blumen. Ja. Brauche noch eine Motte. Habe ich das jetzt... Habe ich sie? 3. Ich habe sie.
Jawohl, lieben, ich habe sie. Für wen waren die? Die waren für den Leuchtturmwärter. Alles klar, kein Problem. Zum Leuchtturmwärter können wir, glaube ich, jeden Tag, ne? So, nice, nice, nice. So, der Tag hier ist wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Und, ja. Ach so, meine Inkredenzien, die ich haben wollte. Die kegelförmigen Gefäße. Die sind auf jeden Fall interessant. Brauche ich Wasser für Glas. Wasser für Glas ist nicht das Problem. Wir haben ja hier vor Ort einen hübschen Brunnen. Ich hoffe natürlich, das Wasser wird hier niemals ausgehen. Das sieht nicht so aus. Ne? So, okay. Wasser für Glas. Mein Inventar ist voll, das bringt nichts. Okay, und jetzt ist der Jägermeistertag. Okay. Dann packen wir die... Nein. Die Motten da... Nein, die Motten in... Oh, Alter, ey. Mach mich doch nicht wahnsinnig. So, das ist die Truhe. Ich werde erstmal gerade die Blumen hier wegmachen. Ist natürlich auf die. Die werde ich nicht wegmachen. Die Motte könnte ich mal drinnen behalten, oder? Motte könnte ich mal drin behalten. Okay, alles gut. Heute ist der Tag der Tage. Wir gehen los. Ich denke, wenn ich in der Stadt angekommen bin, dann ist heller lichter Tag und dann sollte der Händler auch da stehen. Ich habe mir notiert, wo er rein theoretisch stehen sollte. Ich hoffe aufs Beste. Nicht, dass ich da wieder umsonst hinlaufe. Ansonsten gehen wir weiter in Richtung Leuchtturmwärter mit unseren Motten. Was wollte der mir eigentlich zur Belohnung geben? Ich meine, es war eine Angel, ne? Nein. Vielleicht kann ich sie ihm dann gleich wieder verkaufen. Oder die Angel, die ich habe. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Jetzt aber erstmal hier losgedüst. Jägermeistertag! Da ist er. Alles klar. Nice. Okay, der ist also direkt hier, wo die Taverne beginnt, unten drunter. Nice, mein Freund. Nice, mein Freund. Ich habe alles mit. Ich habe alles mit. Hier erstmal deinen Schluck auf Gras. Oh, danke, das probiere ich gleich mal. Das schmeckt irgendwie komisch. Jetzt schmecke ich gar nichts mehr. Warte kurz. Ich beiß mal schnell vom würzigen Keks, den ich dabei habe, ab. Vollkommen geschmacklos. Ich spüre überhaupt nichts. Was hast du mir da gegeben? Ja, nur wonach du gefragt hast. Schluck auf Gras. Oh mein Gott, es ist passiert. Das ist der Fluch. Als ich noch jung war, wurde mir vorhergesagt, dass ich das verlieren würde, was mir am wichtigsten ist. Und wer hatte das gesagt? Eine alte Wahrsagerin. Ich bin mit meiner Karawane durch die Wüste bei den nördlichen Bergen gereist. Wir machten an einer Oase halt und da war diese alte Frau. Alles, was sie sagte, wurde wahr. Ohne Haar. Mhm. Und jetzt auch das noch. Ja, das tut mir echt leid für dich, mein Freund. Warte mal. Kennst du vielleicht irgendwelche Hexen? Nein, ich kenne nur eine Prinzessin. Der Inquisitor hat bestimmt alle erwischt. Wenn die alte Kloto noch am Leben wäre, sie war schon ziemlich alt, als ich jung war. Wenn sie noch am Leben ist, muss sie eine echte Hexe sein. Solltest in der Mitte des westlichen Sumpfes sie aufsuchen und so, ja, ja. Sag ihr, dass der Händler und Priester, der ihr immer die Liebestränke abgekauft hat, ihre Dienste braucht. Daran erinnert sie sich bestimmt. Warst mal Priester? Nein, mein Bruder war der Priester, aber darüber will ich gerade nicht reden. Ich zähle auf dich, mein Freund. Heile meinen Fluch. Okay, ich schau mal, was ich tun kann, aber eigentlich möchte ich das nicht, weil da finde ich nie wieder raus. Verdammt. Verdammt, der schickt mich echt wieder in den Sumpf. So, hier, ich habe alles, mein Freund. Ah, gut gemacht. Und den Kohl habe ich auch. Ja, hast du noch mal gut gemacht. Und Rüben habe ich auch. Hast du zum dritten Mal gut gemacht.
Okay. Aber um ehrlich zu sein, ist dieses Gemüse furchtbar. Das könnte ich nur an die armen Stadtbewohner verkaufen. Die essen alles. Vor allen Dingen nach zwei schlechten Ernten nacheinander. Schlechte Ernten? Ich sehe keine Anzeichen einer schlechten Ernte, weil alles wächst und gedeiht. Ja, dieser Ort ist ja auch gesegnet, aber in der Stadt und ihren Vororten gibt es eine Wasserknappheit. Der Firmur-Fluss hat weniger Wasser. Nur der Gjoll, der an deinen Friedhof vorbeifließt, bringt Wasser nach Vimur. Der Wasserstand im Hafen der Stadt ist zu niedrig, deshalb kann auch das Schiff der Toten nicht ablegen. Ist es möglich, zukünftige Ernten zu verkaufen? Ja, du scheinst ein anständiger, vertrauenswürdiger Typ zu sein, mein Freund. Ja, na klar. Ich habe einen Traum. Und ich bin froh, dass du auf meiner Seite bist. Es wird Zeit, dass wir beide bekommen, was uns zusteht. Was uns wirklich und wahrhaftig zusteht. Deswegen muss ich der königliche Küchenmeister werden. Und königlicher Geschmackstester natürlich auch. Dies wird mir unglaubliche Macht verleihen. Und ich komme an all das leckere Essen, das nur der König sich leisten kann. Und was hat das mit mir zu tun? Ja, Geld. Wir werden ein Vermögen machen. Ja, dann bin ich dabei. Um mein Ziel zu erreichen, müssen wir den Kampf an zwei Fronten gewinnen. Zunächst müssen wir den Markt für Delikatessen in der Stadt dominieren. Und dann müssen wir die Mitglieder des Königlichen Rates bestechen. Mit diesem Gemüse fassen wir auf dem Markt keinen Fuß. Aber ich erkenne das Potenzial. Mit dem richtigen Dünger und einer guten Auswahl an Saatgut könntest du etwas Feines anbauen. Aber zunächst brauchst du eine Handelslizenz vom Briefkasten an deiner Kirche. Besorg dir eine und wir sind Partner. Das möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Möchte gar nicht dein Kumpel sein. Du bist mir echt suspekt. Bei der Traubenkerne. Königlichen Fisch. Und übrigens hat er Traubenkerne. Aber das ist mir im Moment zu teuer. Wir haben gerade nicht mehr so viel Geld. Aber okay, der Typ hat auf jeden Fall Traubenkerne. Und er ist mir suspekt. Und er will, dass ich in den Sumpf gehe. Und das macht ihn noch suspekter. Wir gehen in die falsche Richtung. Ich wollte zum Leuchtturm. Aber es kann natürlich sein, dass wir das jetzt nicht mehr schaffen von der Zeit. Na, ich versuch's mal. Ich versuche es einfach mal. Aber ich muss noch mal kurz gucken. Ja. Straße entlang und dann runter. Alles klar. Oh, mein Freund, Digga, da unten. Nee, ich habe leider keine Zeit, mit dir zu reden. Ich kriege anscheinend bei euch auch keine Punkte, keine Freundschaftspunkte, wenn ich mit euch rede. Ja, hier sind auch noch Blumen. Oh, hier liegen Äpfel. Nee, was? Echt? Ich krieg... Okay. Leuchtturmwerte. Nee, die... Ah, okay. Nur die roten, wo was unten drunter liegt. Nein, das nicht. Warum kannst du hier nicht? Aber was ist... Sind die Äpfel hier nicht gut, mein Freund? Ach komm schon, echt jetzt? Oder die müssen nur röter als rot sein. Oder es geht nur bei dem Baum. Okay. Sonst geht es hier gerade bei keinem von den... Aber okay. Wir haben Äpfel. Gott. Oh mein Gott. Und er ist da. Sehr schön. Hier, deine Motten. Nice. Ha. Jetzt bist du einer von uns, Minion. Ich kaufe dir deinen Fisch auch ab. Und wenn du Talent beweist, verkaufe ich dir auch eine bessere Angel, Minion. Okay. Gutes Fischfilet. Weißes Fisch. Ja gut, okay, das kenne ich ja schon. Jetzt habe ich natürlich meinen Fisch nicht dabei. Aber wollte der mir nicht eine Angel geben? Also ich meine, wenn ich ihm die Quest abgebe, also schenken? Nee, hat er jetzt nicht gemacht. Doch, ich habe zwei Angeln. Ach, verflixt. Und warum kann ich ihm die nicht verkaufen? Wo werde ich denn jetzt die scheiß Angel los? Ach, ich hasse dich. Aber der kriegt hier noch ordentlich viel Fisch dazu. Okay. Ach, ja toll. Jetzt hat er mir die Angel gegeben. Das habe ich mir ja fast schon gedacht. Ich kann sie ihm nicht verkaufen. Aber hey, dafür habe ich Äpfel. Okay, nice, ihr Lieben, nice.
Was wollte ich denn machen? Jetzt fängt das schon wieder an, ne? Ich weiß, aber ich habe es mir aufgeschrieben. So, die Händlerquest habe ich erledigt. Das ist Pupupi. Die Mottenquest habe ich auch erledigt. Perfekt. Und dann wollte ich doch Gebet nach Reichtum, ne? Ne? Wollte ich doch, ne? Ach nee, konnte ich ja nicht wegen dem scheiß Tisch. Richtig, da war doch was. Wegen dem scheiß Tisch, von dem ich nicht weiß, welches der richtige war. Und deswegen wollten wir Dingens machen. Dingens. Kegelförmige Gefäße. Wasser. Ah! Es ist gut, sich das aufzuschreiben. Ich habe jetzt schon wieder neue Aufgaben dazu bekommen hier. Aber hey, ich klopfe mir heute auch mal wieder auf die Schulter. Wir haben echt was erledigt, finde ich. Dafür, dass das wirklich so ein langwieriges Spiel ist und langwierige Macherei hier, haben wir jetzt die letzten Folgen echt was an den Start gekriegt hier. Und jetzt wollte ich mich wegen dem Wasser und dem Dings und überhaupt wollte ich mich kümmern. Habe ich das Wasser rausgepackt? Nein, ich habe es noch im Inventar. Das kriege ich nicht. Okay, das werde ich jetzt auch mal leer machen. Ja, aber jetzt habe ich da immer noch 20. Jetzt. Ach so, es lag daneben. Entschuldigung. So, du Ofen. Dann würde ich vorschlagen, brenn jetzt mal richtig Zeug, bis mir hier die Glut ausgeht. 24 Glas. Können wir vielleicht noch mal gucken, wie viel Glas brauche ich denn für diese kegelförmigen Dinger? Kegelförmige Dinger. Ich bin gerade verwirrt. Ja, hier kann ich das Glas brennen. Ich habe ja jetzt schon Ofen. Mal, da muss ich noch mal gucken. Dann müssen wir gerade noch mal bitte gucken. War denn... Oh, jetzt suche ich wieder die kegelförmigen Dinger. Nee, hier waren sie ganz offensichtlich nicht. Da waren sie offensichtlich auch nicht. Bücher schreiben waren sie logischerweise auch nicht. Sind die denn jetzt hier, die Scheißteile? Ach, hier. Bei der Schmiedekugel. Ach, richtig. Habe ich ja noch gar nicht gelernt. Kegelförmige Gefäße. Ja, dann werde ich jetzt meine Punkte da oben auf den Kopf hauen. Kegelförmige Gefäße? Okay. Okay, ihr Lieben, das ist jetzt so. Ofen 2. Okay, alles gut. Guck mal her. Aha. Und ich brauche wie viele davon? 3. Ich brauche 3, also brauche ich 6. Das richtig. Ja, jetzt macht es wieder einzeln, weil ich zu doof bin. Okay. Also ich brauche 6 mal Glas auf jeden Fall, oder wie? Okay. Okay, okay. Läuft. Was brauchte ich noch? Einfache Eisenstücke. War 4 Stück. Einfache Eisenstücke. Metallschrott. Ja, den konnte ich auch verwursten. Einfache Eisenstücke irgendwo gehabt. Ich glaube, den Eisenkram hatte ich jetzt da in die Kiste reingepackt, wo er hingehört, oder? Ich will noch mal gucken. Nein, okay, dann müssen wir einfache Eisenstücke machen. Und was brauchte ich noch? 6 Holzplanken. 6 Holzplanken. 6 Holzplanken. 5 habe ich. Und zwar an der Werkbank für Holz. Noch eine. Die Werkbank für... Werkbank für Holz. Gut, eine Holzplanke. Bitte mal anfertigen. Nice, mein Freund. Hast du gut gemacht. So. Kann ich das eigentlich... Nein. Kann ich das nicht umsortieren? Ich würde das gern einzeln... Nee, ich hätte es gerne jetzt hier runtergezogen, so ein bisschen einzeln gelegt, damit ich das unter Kontrolle habe. Aber, okay, geht jetzt nicht. Schade. Oh, oh. 2 Glas. Alles klar, alles klar. Ja.
Dann. Ich habe sogar noch Eisenbarren. Das ist ja nicht zu fassen. Ich habe sogar noch Eisenbarren. Ja, gib mal her. Alle drei auf jeden Fall. Komplexe Dinge. Nee, einfache Dinge. Ja. Nice, ihr Lieben. Wenn das Glas da fertig ist, vielleicht kriegen wir das. In dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr. Aber vielleicht kriegen wir das in der nächsten Folge fertig. Ich werde mal hier das Ding hier befreien von seinem Elend. Liegt der jetzt auch schon wieder ewig hier rum? Ja, ich bin schon wieder voll. Kann ich denn mal aussortieren? Angel kann auf jeden Fall mal raus, die zweite, ne? Die zweite Angel, die ich kann eigentlich die Angel auch rausmachen. Ich werde jetzt gerade erstmal nicht angeln gehen, vermutlich. Nice, nice. Ja, dann warten wir jetzt mal. Wird es noch, bevor ich... Vier. Okay, dann lasse ich das jetzt durchbrennen. Hier schlafen. Okay, jetzt ist hier gerade nicht so interessanter Tag als nächstes. Das ist in Ordnung. Dann gehe ich nämlich jetzt schlafen und dann werde ich jetzt die Folge beenden. Und dann können wir vielleicht in der nächsten Folge schon wieder was reißen. Ich finde, es geht gerade richtig gut voran. Also lobt mich doch bitte auch mal. Ich lobe mich hier dauernd selber. Ihr lobt mich jetzt bestimmt bitte, bitte auch mal, ne? Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.